Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einer ersten Sonderfolge mit Gwint. Ich hatte euch ja vor einiger Zeit nach eurer Meinung gefragt, ob ich das im Rahmen des Let's Plays quasi immer so einschiebe als Teil der Handlung oder ob wir Gwint-Folgen kompakt machen in Sonderfolgen. Und die Umfrage ist folgendermaßen ausgegangen, 60% waren für diese Sonderfolgen. Das heißt jetzt nicht, dass ich das unbedingt bis zum Ende des Let's Plays so mache, aber ich will auf jeden Fall jetzt damit mal anfangen und das auszuprobieren, mal schauen, wie es funktioniert, wie es euch gefällt. Wichtig dabei ist, wenn das ganze Gwint-Spiele sind, die im Rahmen von Quests, von Story-Elementen oder so stattfinden, dann wird das natürlich Teil des Let's Plays sein. Hier geht es wirklich nur um Partien gegen einfache Leute, bei denen man halt eine Karte kostenfrei gewinnen kann. Darum geht's eigentlich nur. Insofern, falls ihr euch nicht für Gwint interessiert, werdet ihr in dieser Folge jetzt nichts anderes sehen. Könnt ihr auch getrost überspringen. Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. Nö, das mache ich heute ausnahmsweise nicht. Okay, also könnt ihr überspringen, es passiert handlungstechnisch nicht. Wir werden gegen 4 Leute kämpfen. Im besten Falle sind es 4 Kämpfe, kann aber auch mehr werden. Ich werde so lange kämpfen, bis ich gewinne. Und zwar sind es dieser Händler hier in Schwarzzweig, 2 in Mittelhain und einer in Erzdorf. Starten wir mal rein. Willst du etwas kaufen? Nein, ich will spielen. Und, boah, ich setze mal vollen Wetteinsatz. Ich will Karten spielen. Und damit geht es los. Wir haben ja bisher nur sinnvolle Karten hier mit den nördlichen Königreichen. Wir haben allerdings 2 dazu bekommen, die ich unbedingt reinnehmen möchte. Allerdings muss ich dann auf welche rausnehmen. 2. Weil ich will auf Minimum bleiben. Die blauen Streifen kommen rein. Der Drachenjäger kommt rein. Dann habe ich überlegt, werde ich hier den anderen Volltest nehmen. Den Anführer des Nordens. Das ist quasi wie einmal gutes Wetter. Und dafür nehme ich dann einfach einmal gutes Wetter raus. Ne? Hat doch eine gewisse Logik. So, aber die zählen ja als Sonderkarten und gar nicht als Einheitenkarten. Okay, das heißt, ich sollte immer noch 2 rausnehmen. ich nehme 2 Catwin-Belagerungsexperten raus. Dann sind wir auf 22. Ja, die können auch nicht so schlecht sein. Warte mal, die haben halt Verstärke aller Einheiten in der Reihe plus 1. Sind selber aber nur 1. Das finde ich ein bisschen schwierig. Ne? Kann unter Umständen sinnvoll sein, aber jetzt ein 4 oder 5er ist da tendenziell, glaube ich, besser. So, dann starten wir mal. Wir spielen gegen Nilfgaard, wie ich sehe. Was ich schade finde, man sieht nicht hier während des Spielens, was diese Spezialfähigkeit des Reiches ist. Nilfgaard ist, glaube ich, das ist bei Unentschieden gewinnt Nilfgaard. So, wir haben einmal gutes Wetter, einmal klirrende Kälte. Plötze nehme ich, glaube ich, mal raus. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Sabrina Glewissig ist eine Verbesserung. Wir haben einmal nur Belagerung, viel Fernkampf. Die beiden sind natürlich super. Ja, okay. Kälte können wir jetzt natürlich jetzt nicht spielen. Aber behalte ich vielleicht trotzdem drin. Die Finte, muss mal gucken, wann die passt. Ich würde aber sagen, wir könnten das gut... Ah, ich bin erstmal ganz zufrieden. Gucken wir mal, wie es läuft. Mal sehen, was der Gegner für ein Deck hat. Im Übrigen nochmal als Hinweis, es gibt in der Next-Gen-Version jetzt die Möglichkeit, einen höheren Schwierigkeitsgrad beim Gwint einzustellen. Das habe ich getan. Also, falls euch das komisch vorkommt, falls ich hier auch mal verliere, kann das unter Umständen damit zusammenhängen. Das ist nicht der normale, etwas leichtere Schwierigkeitsgrad des normalen Spiels. So, wie starten wir? Also, entweder spielen wir jetzt unsere ganzen Nahkampfeinheiten oder in der nächsten Runde. Wir spielen jetzt Fernkampf. Ich gehe jetzt mal auf Fernkampf. Und hoffe, dass wir selber dann Frost ausspielen können. Mal gucken, ob es funktioniert. Starten wir mal mit Sabrina. Mal gucken, was er spielt. Er spielt Nahkampf auf unserer Seite. Das ist schon mal schlecht, weil wenn ich dann Frost ausspiele, schade ich natürlich uns selbst. Er hat jetzt 2 Karten gezogen, was auch super ist. Ich glaube dann... auch doof ist, ich glaube, dann wechsle ich die Strategie und gehe dann doch auf Nahkampf. Und wenn er Frost spielt, kompensieren wir das mit gutem Wetter. Vielleicht ist das ganz gut. Aha, da kommt er schon mit Frost. Ja. Jetzt ist die Frage, blufft man ihn und wir tun so, als hätten wir?
keinen Nahkampf mehr. Spielen erstmal unsere Nahkampfeinheiten aus. Warten, dass er vielleicht passt. Hm, interessant, oder? Ich glaube, ja. Ich spiele mal noch nicht unser gutes Wetter. Ich spiele mal einfach weiter Einheiten aus. Ich meine, wenn die KI nicht doof ist, merkt er, was ich hier tue. Okay, er geht auf Fernkampf. So, kann ich das jetzt daneben legen? Genau, die verdoppeln sich. Ja gut, davon lässt er sich jetzt nicht beeindrucken. Oh, das ist natürlich schlecht. Da kann ich auch nichts gegen tun. Puh, ja gut, da mache ich jetzt mal gutes Wetter, ne? Warte mal, hier hätte ich 8, 12. Ja, ich sehe sonst nicht, wie viele Punkte ich habe und so. Ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Wir spielen das jetzt einfach. Aber das ist natürlich eine starke Karte hier. Die Verdopplung in einer Reihe. Und das kann ich auch nicht kompensieren. Außer ich hätte natürlich jetzt Nebel oder so. Habe ich aber nicht. Jetzt spielt er natürlich seinen ganzen Fernkampfkram aus. Dann können wir auf jeden Fall auch unseren Fernkampf ausspielen. Macht eine Finte. Okay, dann passt er jetzt vielleicht, oder? 4-7, das ist auch erbärmlich, ne? Boah. Ich bin am Überlegen, ob ich auch passe, ob ich auch eine Finte spiele. Und mir eine Karte wiederhole, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen besser dastehen. Und dann passe. Okay, er passt, ja, okay. Das war insofern ganz gut mit der Finte. Aber er hat natürlich jetzt den Mega-Kartenvorteil. So, der Punkt ist, wir kriegen jetzt eine Karte, weil wir gewonnen haben. Das ist unsere Spezialfähigkeit. Eine 5er, Nahkampf. Ich wollte doch Frost spielen, das ist Mist. Hm. Tja, weiß nicht. Schwierig. Nahkampf, okay. Genauso stark wie unsere Nahkampfeinheit. Also noch wäre es kein Vorteil, Frost zu spielen. Okay, er hat noch eine Nahkampfeinheit. Jetzt ist es ein Vorteil. Aber ich sehe nicht, wie ich das gewinnen kann, um ehrlich zu sein. Ich spiele jetzt Frost. Vorteil war jetzt nicht so groß. Er noch 3 Karten. Das hilft ihm nicht viel. Ich muss passen. Ja gut, ich habe verloren, weil ich in der letzten... Also ich kann jetzt nur jetzt. Wenn ich jetzt nicht gewinne, habe ich verloren. Also wenn er jetzt noch... Ja, er hat noch ein Wetter. Aber das ist für mich scheiße, oder? Ja, ich habe gewonnen. Oh Gott, das war knapp. Eieieiei. Oh mein Gott, das war aber echt knapp. Er hatte ein gutes Deck, wie ich finde. Wow, okay. 20 Kronen gewonnen und eine verrottete Mangonelle. Was ist das denn? Leider werden einem hier nicht die neuen Karten angezeigt, ne? Das war bei Thronebreaker natürlich komfortabler. Mangonelle ist eine Belagerungswaffe. Aha, eine Nilfgaarder Waffe. Ja gut, damit können wir noch kein Deck bauen. Aber schön, erster Kampf gewonnen. Wir sehen uns gleich wieder beim zweiten Kampf in Mittelhain. So, und da bin ich in Mittelhain. Das ist der, ja, der Händler, nicht der Rüstungsschmied. Und da versuchen wir dann ebenfalls... Spielen wir Karten. Wie wäre es mit Gwent? Tja, welches andere Spiel käme denn noch in Frage? Gut, ich denke, wir bleiben hier bei dem Blatt. Wir haben keine Verbesserungen oder sowas erhalten. Er spielt Monster. Und was haben Monster für eine Eigenschaft? Weiß ich nicht. Hätte ich mal gucken sollen. Toll. So, was haben wir? Wir haben Nahkampf, 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 Fernkampf, Fernkampf, Fernkampf. Okay, alles ziemlich gleich verteilt. Wobei die beiden gemeinsam natürlich super sind. Das heißt,
In einer Runde sollten wir nichts gegen Fernkampf unternehmen. Ist die Frage, ob man sich so gut konzentrieren kann. Ich könnte es so lassen, ne? Ich versuch's mal einfach. Starten wir die Runde. Mal gucken, was er bringt. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Eigenschaft nicht, was Monster bringen. Was ist diese Eigenschaft? Durchsuche deinen Nachziehstapel nach einer Wetterkarte. Ui, okay, das ist auch unangenehm. So, jetzt weiß ich allerdings nicht, auf was wir setzen wollen. Ich starte deshalb mal mit einer Belagerungswaffe, um zu gucken, was er bringt. Er bringt eine Nahkampfeinheit. Okay, dann gehen wir. Was ist das hier? Finde Karten mit gleichen Namen in deinem Kartensatz und spiele sie sofort aus. Hat er offenbar nicht. Schon mal gut. Das heißt, wir setzen jetzt selbst auf Fernkampf und sehen zu, dass wir ihm dann Nahkampf wegnehmen. Das ist jetzt die Strategie. Nahkampf, sehr gut. Dann spielen wir unsere beiden starken Fernkampfkarten. Nochmal Nahkampf, super. Holt gleich noch den nächsten Neckar raus. Alles sehr gut. Wir kommen mit dem doppelten Effekt. Er sperrt echt nur Nahkampf im Moment. Falls wir verlieren, könnten wir unser Deck auch daraufhin ein bisschen umbauen. Dann kommt jetzt der Frost, würde ich sagen. So, wenn er jetzt gutes Wetter hat, habe ich natürlich ein Problem. Er passt. Okay, perfekt. Dann stellt sich die Frage, ob ich jetzt die Finte nutze. Ja, ich hole mir die Belagerungskarte wieder zurück. Und passe jetzt auf. Das ist sehr gut gelaufen. Jetzt kriegen wir noch eine Karte, das heißt Kartenvorteil. Oh, was war das eben? Monsterfähigkeit? Ich ziehe eine Karte. Was hatte er für einen Vorteil? Irgendwas konnte er schon ausspielen? Da habe ich nicht drauf geachtet. So, was haben wir bekommen? Wir haben wieder Frost bekommen. Das ist jetzt allerdings ein bisschen problematisch. Wie reagieren wir darauf? Nebel ist gegen Fernkampf. Vielleicht hat er nur Nahkampfeinheiten. Eisriese ist eine Belagerungseinheit. Okay. Da können wir jetzt mal gegenhalten. Boah, Yennefer, die kann ich auch nicht mit Nebel kompensieren, weil sie eine Heldin ist. Die holt auch jemanden zurück. Wieder eine Nahkampfeinheit. So, jetzt habe ich ein Problem. 4-4. Wenn ich jetzt passe, habe ich nicht viel gewonnen. Aber pass mal auf, ich mache jetzt Frost und dann passe ich vielleicht. Warte mal, ja, trotzdem 15. Ah, da habe ich natürlich nicht gut gerechnet. Das jetzt zu spielen bringt auch nichts. Ja, jetzt muss ich einfach hoffen. Ich passe jetzt. Also jetzt noch Nahkampf zu setzen wäre Quatsch. Das habe ich verloren. Was ist das denn hier? Warum habe ich das? Achso, nee, alles gut. So, jetzt 3-3. Jetzt kommt's zu fahren. Okay, er behält die. Jetzt hoffe ich, dass er auch mal eine Fernkampfeinheit hat. Er ist also 2 im Vorteil. Ja, ist eine Fernkampfeinheit. Nee, die kann wechseln. Was? Was ist denn das für ein Scheiß? Entschuldigt. Was war das jetzt? Harpier. Kann in die Nahkampf- oder Fernkampfreihe gelegt werden. Nachdem sie ausgespielt wurde, kann sie nicht mehr verschoben werden. Aha, na gut. Okay, wir haben aber im Moment die stärkeren Einheiten draußen. Boah, eine Fünfer. Das können wir nicht kompensieren. Das wäre ein Unentschieden im Moment. Shit. Damit können wir das, glaube ich, auch nicht mehr gewinnen. Ja, okay, verloren.
Krass. Okay, ist ein extrem, also ich kann das noch spielen, aber das bringt natürlich jetzt nichts. Ist ein extrem nahkampforientiertes Blatt. Das heißt, da können wir dann noch ein bisschen umbauen, ne? Naja, ich habe verloren. Ich hätte aufgeben können. Puh. Und da gucken wir uns nochmal an, was die Monster können. So, wir spielen gleich nochmal, Kaufmann. Ein Amulett, Bezua, ein paar... Ja, es scheint schwierig Spielen zu sein. Wir Karten. Ich mach mal nur 5. Wer weiß, wie oft ich hier dran rumhänge. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Ich würde sagen... Wir haben eine zweimal klirrende Kälte. Also was er kaum hat, ist Fernkampf. Das können wir eigentlich quasi komplett rausnehmen, ne? Das brauchen wir gar nicht spielen. Strömender Regen hat er auch so gut wie nicht. Dadurch erhöhen wir einfach die Chance, dass wir mehr Einheitenkarten ziehen. Deswegen ist es sinnvoll, das rauszunehmen. Also ich meinte, Belagerung hat er auch so gut wie nicht. Dabei hatte ich aber mal eine drin. Und was die Einheitenkarten betrifft? Also wenn wir ihm Nahkampf wegnehmen, dann sollten wir selber jetzt nicht so viel, zum Beispiel Plötze ist so eine Sache. Vielleicht doch noch einen von den Catwins mit reinnehmen. Puh. Ja, statt Plötze machen wir das mal. Na gut, gucken wir mal. Ich habe wieder nicht geguckt, was Monster können. Meine Güte. Okay, jetzt haben wir nur diese Einheiten. Wir haben 3 Belagerer. Da wäre jetzt tatsächlich der Catwin sogar ganz gut. Wir haben aber jetzt keinen Frost. Und Frost ist eigentlich super wichtig. Okay, deswegen muss ich die Catwin jetzt wegtun. Wir brauchen Frost. Jetzt kriegen wir den 4er, der ist auch nicht schlecht. Gib mir mal einen Frost. Hey, wir haben überhaupt nichts mehr. Kein Wettereffekt. Boah. Jetzt kommt er mit Fernkampfeinheiten. Ich glaube, ich bin tot. Okay, wir haben 3-mal diese. Die sind natürlich super stark. Und die ist auch gut. Kann ich aus dem Ablagestapel noch was holen. Das ist schon nicht schlecht. Tja, Spielen wir denn jetzt die Nahkampfeinheiten oder gehen wir jetzt seinen Fernkampfweg mit? Ne, ich spiele jetzt die Nahkampfeinheiten. Wir können ja auf jeden Fall einmal gutes Wetter machen, wenn er da was macht. Er geht auch Nahkampf. Das ist so mega. Da bin ich am Überlegen, ob ich jetzt nicht passe. Oh, okay, er passt schon. So, jetzt hätte ich natürlich eigentlich gerne eine Finte gehabt. Na gut, egal. Erste Runde gewonnen. Wir kriegen eine Karte. Sogar Kartenüberlegenheit. Das ist gut gelaufen. Aha, das ist die... Okay, eine zufällig ausgewählte Karte bleibt auf dem Brett. Das ist jetzt auch noch eine 6er-Karte. Wie beschissen, entschuldigt, ist das denn? Dafür kriegen wir 2... das ist auch gut. Okay, wir haben ein bisschen Glück. Aber was heißt Glück? Wir haben unser Deck angepasst. Insofern würde ich nicht von Glück sprechen. So. Spielen wir die aus. Zweier Fernkampf. Okay. Boah, da holt er 2 davon mit rein. Wie fies ist das denn? Ja, die Frage ist, wenn ich jetzt passe, ne? Das Problem ist, er behält ja wieder einer auf dem Deck. Das heißt, der Kartenvorteil ist jetzt nicht so großartig. Aber ich könnte hier auch noch eine Karte reinziehen. Wenn ich jetzt passe, er muss jetzt noch eine Karte spielen. Dann hat er nur noch 3. Ich glaube, es ist gut zu passen. Definitiv.
weil er gewinnt nicht bei Unentschieden. Er spielt eine 5er, das heißt, er hat nur noch 3 Karten. Jetzt hat er gewonnen. Ich habe aber 6 jetzt und er hat 3. Das kann er nicht gewinnen. Das kann er nicht gewinnen. Ich glaube, wir haben es. Okay, er macht mir Fernkampf kaputt. Das ist aber nicht so schlimm, weil ich noch gutes Wetter habe. Spielen wir aber erstmal das andere hier. Jennifer hat kein Problem mit Nebel. Die holt auch noch eine rein. Okay. Das ist natürlich nochmal eine Hausnummer. Na gut. Wir warten natürlich jetzt alle Effekte ab. Warte mal. Ja, okay, alles klar. Wir können alles entfernen. Sehr gut. Wir spielen jetzt erstmal alles gemütlich aus. Er hat noch eine Karte, seine letzte. 5er Nahkampf, okay. So. Und jetzt ist die Frage, ob es reicht. Dann kommt jetzt unsere Anführerfähigkeit. Der macht jetzt hoffentlich gutes Wetter, so wie ich mir das vorstelle. Jawohl. Damit haben wir 17. 21. 25, perfekt. Die spiele ich auch noch, um mal zu sehen, wie es funktioniert. Ah ja, ich kann mir von denen einfach einen wählen. Ja, perfekt. Okay, gewonnen. Sehr schön. Gut, leider habe ich jetzt insgesamt 10 Kronen verloren, aber ich kriege Pestmite. Was ist denn Pestmite? Ist eine Nahkampfkarte. Vermutlich, aha, eine Monsterkarte. Plötze zählt auch als Monster. Nicht schlecht. Ja, aber glaube ich auch noch nicht ausreichend für ein Deck. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Da brauche ich jetzt nicht schneiden, sondern wir hatten hier noch den Schmied. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Bei dieser Hexe. Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Darum geht's aber jetzt nicht. Na los, ich setze jetzt wieder 10. Willst du nicht ein kleines Päuschen machen und Karten mit mir? Hexer, hab Erbarmen. Nimm uns nicht die Kinder weg. So, jetzt wissen wir natürlich nicht, was jetzt kommen wird. Deswegen bin ich am Überlegen, ob ich nicht wieder standardmäßig das hier mit reinnehme. Weil ich bin mir grundsätzlich nicht sicher, ob das nicht zu viel ist. Aber okay, probieren wir es. Er ist Kaiserreich Nilfgaard, das heißt, Unentschieden ist wieder seins. Wir haben Regen und Nebel, also Belagerung und Fernkampf. Wir haben selber jetzt recht viel Belagerung. Könnte man drin lassen. Ja, also wenn, dann müssten wir jetzt komplett auf Belagerung gehen. Dann lohnen sich die 2 gerade so. Wobei so richtig optimal ist das nicht. Wisst ihr was? Irgendwie mag ich die nicht. Ich nehme die wieder weg. Okay. Hier müssen wir aufpassen. Da kriegt der Gegner und wir können 2 ziehen. Okay, dann gehe ich jetzt voll auf Belagerung. Wobei wir auch nur 3 haben, aber 3 starke. Okay, er macht Nahkampf und gleich die starke. Das ist schon mal gut. Ja, jetzt wäre es dann schön, nicht schön Frost zu haben. Fernkampf. Das ist interessant. Das heißt, wir könnten Nebel spielen. Gegebenenfalls. Wir könnten natürlich unsere eigenen Fernkampfeinheiten nicht spielen, ist klar. Tja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof.
um ehrlich zu sein. Also 6-6. Ich würde sagen, wir spielen jetzt Nebel und passen dann. Ja. Mal gucken. 17:25. Mal gucken, was er jetzt macht. Ja. Okay, er muss auf jeden Fall mindestens noch eine Karte spielen. Insofern ist es ganz gut mit dem Passen, würde ich sagen. Ja, okay. Gut, dass er die gespielt hat. Muss er noch eine spielen? Okay, das war natürlich jetzt ein guter Move. Jetzt kriegt er natürlich noch Karten und spielt die. Ja. Ja, okay, alles klar. Wir haben jetzt zwei Karten Vorteil. Das ist nicht schlecht. Wir kriegen jetzt... Ne, wir haben eine Karten Vorteil. Aber wir kriegen noch eine, wenn wir jetzt natürlich gewinnen. Ich würde nur sagen, noch ist alles drin. Bloß, dass Regen halt gegen Belagerung ist und er, glaube ich, keine Belagerung hat. Das ist hier auch noch so ein kleines Problemchen. Ach so, er hat gepasst! Shit, das habe ich jetzt erst gesehen. Dann hätte ich natürlich sie spielen sollen. Was ist, wenn ich jetzt... Hat der eine Stärke? Finde? Oh nein, ich Idiot. Oh, warum habe ich denn jetzt meine stärkste Einheit gespielt? Ich hätte ihn spielen... Nee, dann hätte er gewonnen. Warte mal, aber ich könnte ihn jetzt noch spielen. Ja, das ist gut. Das ist perfekt. Dann kriege ich jetzt noch zwei. Hab trotzdem gewonnen. Ja, das ist es, Leute. 5-4. Okay, jetzt kommt es drauf an. Gutes Wetter haben wir. Das ist natürlich doof. Ich hätte erwartet, wir kriegen noch eine Einheit. Das Blöde ist, dass Regen Belagerung wegmacht. Und wir haben halt jetzt Belagerung. Ne? Aber wir können eine Karte ziehen. Das ist auch ganz gut. Wir sollten natürlich keine Belagerung ziehen. Vermutlich Detmold. Er hat 4. Ja, natürlich. Okay, also das ist halt so eine Winnerkarte, ne? Kann er jetzt noch eine reinbringen? Bringt auf unsere Seite rein, okay. Das heißt, er kann wieder 2 ziehen. Mhm. Trotzdem eine Winnerkarte. Klirrende Kälte. Ja, da müssen wir natürlich gutes Wetter machen. Ja, ich sehe nicht, wie ich das jetzt noch gewinnen kann. Ja, das Problem ist, also ich könnte natürlich jetzt eine 8er Ballista holen, aber wir haben halt Regen, ne? Und falls er eine Ballista, also falls er noch eine Fernkampfeinheit ausspielt, dann hätten wir zumindest noch was, was wir spielen können. Deswegen hole ich Detmold. Ja, gut, Nebel holt er. Macht er rein, ja. Okay, jetzt. Halt, warte mal. Wir können noch eine Einheit spielen. Ja, so können wir das machen. Okay, das ist natürlich eine gute Kombi. Jetzt ist die Frage, ob ich nicht doch eine Balliste reinhole. Weil ich glaube, er spielt keine Balliste. Und dann lasse ich einfach meinen Regen stecken und habe halt eine 8er-Karte. Ja, Fernkampfeinheit.
Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Mache ich wirklich gutes Wetter? Aber wer profitiert da am meisten von? Ja, ich profitiere schon am meisten von. Ich habe 4 Karten auf 1R2. Ja, natürlich mache ich gutes Wetter. Ah ne, da muss ich es hinspielen. Da hat er eigentlich keine Chance mehr, oder? Jo! Wir haben's. Hervorragend. Sehr schön. Damit haben wir auch das gewonnen. 20 Kronen. Und Flavendrel Enfidel. Ist das eine Anführerkarte? Klingt nach einem Elfen-Squirtel-Deck. Nee, eine 6er. Ah, okay. Flexible 6er-Karte. Ja, sehr cool. Gut, dann hier an dieser Stelle noch ein Schnitt und eine Partie oder mehrere. Auf jeden Fall ein Gegner folgt noch. So, und da sind wir beim Händler in Erzdorf. Mitten in diesem Dorf gegenüber von dieser Ratteninsel da. Ja. Ich will Karten spielen. Ja, dann nickt er nur. Okay. Wie gesagt, für die anderen haben wir noch nicht genug Karten, meines Erachtens. Starten wir wieder so. Nördliche Königreich. Okay, genau die gleiche Kombi, ja. Okay. Okay, einmal kleine Kälte haben wir. Das sollten wir vermutlich behalten. Aber wir haben sehr viele Nahkämpfer. Naja, trotzdem. Der Catherine kommt weg. Haben noch einen 6er Fernkämpfer. Damit bin ich erstmal ganz zufrieden. Wir müssen uns nur überlegen, wann wir wissen, dass er einmal gutes Wetter machen kann. Und wir müssen uns überlegen, wann wir Nahkampf ausschalten wollen. Er beginnt mit Belagerung. Okay, dann machen wir Belagerung. Okay, er setzt scheinbar voll auf Belagerung. Aber da sind wir auch nicht schlecht. Die Karte kennen wir auch. Leider haben wir hier jetzt gerade keine Kombis. Okay, es sieht ganz so aus, als ob er nicht auf Nahkampf geht. Jetzt, dann werde ich diese Runde jetzt auf Nahkampf gehen. Triss, okay, die könnte ich eh nicht kompensieren. Er macht jetzt alles hier irgendwie. Nicht schlecht. Starkes. So, jetzt habe ich auch nur noch Fernkampf. Starkes Ding, ne? Boah. Weiß jetzt gar nicht, was wir dagegen tun können. Okay, voll auf Fernkampf. Tja. Ich glaube, da hilft nur jetzt in diesem Moment passen. Und hoffen, dass er seine ganzen starken Karten... Er kriegt jetzt leider eine Karte, das kann ich nicht verhindern. Ah ja, er bringt noch Taler bei mir rein. Natürlich, das ist natürlich super. Da hat er jetzt einen krassen Kartenvorteil. Aber was heißt krassen? Eine Karte. Trotzdem. Nicht gut. Okay, also er hat echt viele Helden. Könnte sein, dass der noch ein bisschen zu stark für uns ist. Ich meine, wir haben Geld und wir wissen, wo wir noch ein bisschen Karten kaufen können. Jetzt passt er. Ja, das ist natürlich toll, weil ich muss alle Karten spielen, um zu gewinnen. Habe ich keine Chance. Habe ich keine Chance. Im Unentschieden hätte er, glaube ich, gewonnen. Und ich kann ihm den Helden mit Frost nicht wegmachen, weil der Effekt wirkt nicht auf Helden. Ich krieg zwar jetzt eine Karte, er hat aber noch 4. Ja, kriegen wir auch nur eine 4er. Das bringt nicht viel. Das ist die Niederlage, die sichere.
Tja, das war's, ne? Damit haben wir verloren und ehrlich gesagt, das Deck schien mir jetzt einfach noch ein bisschen zu stark für unser Deck. Ich würde sagen, bevor wir zu ihm nochmal hingehen, werden wir noch in der Taverne am Scheideweg einige Karten kaufen. Wobei, ja, da sind auch, glaube ich, nördliche Königreiche noch dabei, die uns noch stärken können. Insofern endet hier erst einmal diese Sonderfolge. 3 Siege, 1 Niederlage. Wir sehen uns dann in der regulären nächsten Folge wieder. Er zählt hier erstmal sein Geld, ja. Ersticke daran. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.